ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder auf Trails. Parks haben wir immer noch zu. Allerdings mit dem Talk und nicht mit dem E-Bike. Und wir werden mal klären, wie viel schlechter jetzt meine Ausdauer geworden ist, seitdem ich die letzten Wochen nur E-Bike gefahren bin. Ich bin sehr gespannt, nehme euch natürlich mit auf die GoPro. Let's go! Ja, erschwerend dazu kommt natürlich, ich bin auch tatsächlich schon eine Woche nicht mehr Fahrrad gefahren, weil dann war Neujahr und dies und das und man musste wieder arbeiten und organisieren, hin und her. Und natürlich angesichts des Enduro-Rennens interessiert mich natürlich selbst sehr, wie sich die Ausdauer verändert, wenn man viel mehr E-Bike fährt. Deswegen werden wir das heute testen. Ich werde euch am Ende ein Feedback geben darüber. Und währenddessen mal ein paar Updates. Vielleicht sterbe ich komplett beim Uphillfahren. Ich habe so Angst. Also ich sag's euch, wie es ist. Ich freue mich jetzt schon echt auch wieder mit dem Talk zu fahren. Ne? Aber die Überwindung rauszugehen bei dem Wetter momentan fällt mir langsam immer schwerer. Da hilft auf jeden Fall das E-Bike, weil du schnell mal in einer Stunde zack zack machst. Und mit dem Talk, ja, da bist du halt schon zwei, drei Stündchen, musste schon einplanen, um unterwegs zu sein. Schreibt mal in die Kommentare, wie es um eure Motivation momentan steht bei dem Wetter. Und der Winter steht ja erst vor der Tür. Wird mich echt interessieren. Also der erste Uphill lief überraschend gut. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie keine Power mehr in den Beinen hätte oder irgendwie meine Ausdauer extrem gelitten hat. Allerdings ist es ja auch erst die erste Uphill-Sektion gewesen, die ich fahren musste. Und die Downhill-Sektionen sind ja auch nicht gerade wenig anstrengend, weil man einfach lange ja im Bike steht. Deswegen war ich sehr, sehr gespannt, wie sich der Tag entwickelt. Leider waren die Trails echt matschig, dass man kaum irgendwie korrekt irgendwo fahren konnte. Okay, ey. Schon sagen, seitdem ich das E-Bike habe und einfach viel mehr auf dem Bike bin, weil ich mal eben eine Stunde rausfahren kann, hat sich schon irgendwie mehr Routine ins Fahren eingeschlichen. Und das ist auf jeden Fall auch ein gutes Gefühl auf dem Talk. Denn ich habe auch das Gefühl, wenn ich auf diesem schweren E-Bike irgendwie versucht habe, Impulse zu setzen und so zu fahren, dann ist das auf dem Talk direkt nochmal ein Ticken leichter, weil das Bike einfach ja knappe 10 Kilo leichter ist. Und das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, weil ich einfach mehr das Gefühl habe, sicher zu fahren. Und auch die weiteren Sektionen vom Uphill waren bisher kein Problem. Allerdings wollte ich zum Schluss natürlich noch den Berg zurück zum Auto fahren und der ist echt lang. We'll be right back.
Nun sind wir schon gute 1,5 bis 2 Stunden unterwegs gewesen und schon wieder Uphill-Passagen standen an. Und auch hier, durch diese hohe Trittfrequenz, die ich irgendwie auf dem E-Bike ja die ganze Zeit habe, damit der Motor mich auch vorwärts schiebt, habe ich das Gefühl, dass mir der Uphill leichter fällt. Vielleicht ist es auch die Diät, dass ich schon ein paar Kilos verloren habe, aber alles in allem kann ich echt nicht bestätigen, dass irgendwie meine Ausdauer gelitten hätte oder ich jetzt nur noch E-Bike fahren kann, weil ich ja einfach gewohnt bin, die ganze Zeit einen Motor zu haben, der mir hilft. Mehr Speed. Leider haben wir gemerkt, dass durch das Wetter hier echt nicht viel los war. Also natürlich auch keine Mountainbiker, großartig, vielleicht 3-4 Leute waren mal hier, aber das Wetter hat einfach die Strecke hier so übel zugerichtet mit Pfützen, dass man einfach nur 2-3 Sektionen fahren konnte und dann haben wir das Ganze auch gut sein lassen nach 2 kleinen Mini-Abfahrten. Also ging es zurück auf den nächsten Trail und den Anstieg zum Ende. Scheiße, ich hab richtig verkackt. Alter, scheiße. Spart eure Kräfte fürs steile Stück. Also dieser Berg hier ist schon eine echte Challenge gewesen und ich hatte ausnahmsweise mal Motivation, Uphill zu fahren, weil ich das unbedingt schaffen wollte, ohne abzusteigen, in einer Tour diesen Berg hier hochzuradeln. Fahrrad ist eingepackt, aber nicht in dem Auto, sondern im anderen Auto. Ich bin hier gerade mit dem Herr Sender. Herr Sender wohnt ja in der Nähe sozusagen vom Lüdi und da dachte ich, komm, fährst du mal kurz vorbei und jetzt sind wir jetzt chillen wir einfach noch kurz zusammen, besprechen noch, wie die weitere Saison aussieht. Ne? Wir haben ja viel geplant. Herr Sender hat ja vor, auch ein Downhill-Rennen zu fahren, habe ich gehört. Auf gar keinen Fall. Das sieht nämlich ganz anders aus. Weil ich ja jetzt unter die seriösen Biker gegangen bin als Herr Sender, habe ich mir natürlich auch noch was überlegt, um den Daniel so ein bisschen bei seinem Enduro-Rennen zu pushen. Und demnächst wird es nicht mehr nur der Herr Sender sein, sondern sollen wir das verraten oder sollen wir daraus ein Geheimnis machen? Ja, wir können es eigentlich können wir es euch doch nicht verraten. Aber auf jeden Fall hat es was mit seinem Enduro-Rennen zu tun und mit mir. Und er wird richtig in den Arsch getreten. Ja, da werdet ihr nochmal eine ganz andere Seite vom Steve kennenlernen. Das wird auf jeden Fall, spannend. Das Uphill-Training lief übrigens echt gut. Zum Schluss ist leider die GoPro ausgegangen. Ich hätte euch gerne den ganzen Uphill zum Schluss nochmal gezeigt. Aber die GoPro hatte keinen Akku mehr. Aber nicht so wild. Hat viel besser geklappt, als ich dachte. Ich dachte, ich habe keine Ausdauer mehr wegen dem E-Bike. Aber das war gar kein Thema. Im Gegenteil. Ich glaube, dadurch, dass ich viel mehr gefahren bin, ist meine Ausdauer sogar noch besser geworden. Also, das ist auf jeden Fall kein Problem. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Daumen nach oben. Kommentieren. Den Daumen nach oben. Man dich loben. Haut rein, Leute.